Frau Elke Schmidt aus Gladbeck hat die erste Frage in unserem heutigen Videopodcast gestellt. Sie macht sich Sorgen, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht nach dem Leistungsprinzip bezahlt werden. Und Herr Norman Grothoff aus Neukirchen-Flühen fragt sich, was ist eigentlich los mit dem Unterrichtsausfall? Das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass die meisten Lehrerinnen, die ganz, ganz große Anzahl unserer Lehrerinnen und Lehrer, einen wirklich guten Job machen. Ich habe selber mal eine Hauptschullehrerin ein paar Tage im Unterricht vertreten und weiß, wie anstrengend es ist, vor allen Dingen dann, wenn die Kinder unruhig sind, wenn man sich zuerst die notwendige Aufmerksamkeit verschaffen muss und dann auch noch sie zu erreichen, um ihnen etwas beizubringen. Wir versuchen, den Lehrerinnen und Lehrern zu helfen. Dazu haben wir nicht nur die Fortbildungsmaßnahmen drastisch ausgeweitet, sondern wir versuchen, ihnen auch mehr Entscheidungsmöglichkeiten zu geben. Sie sollen den Unterricht so machen, wie es für die Kinder richtig ist, wie die Kinder am meisten davon profitieren. Und wir wollen auch die Schulaufsicht umwandeln in eine Beratungsinstitution, die den Lehrerinnen und Lehrern hilft. Gleichzeitig, das wissen Sie, investieren wir massiv in die Schulen, unter anderem indem wir massiv neue Stellen für Lehrerinnen und Lehrer eingerichtet haben. Im kommenden Jahr, wenn das kommende Schuljahr vorbei ist, werden es fast 7000 zusätzliche Stellen sein und ein Großteil von ihnen ist dazu gedacht, auch den Unterrichtsausfall zu bekämpfen. Wir haben gerade noch mal eine Untersuchung gemacht, welche Auswirkungen unsere Bemühungen seit der letzten Landtagswahl haben. Und wir sind ganz stolz, dass der Unterrichtsausfall um über 50% zurückgegangen ist. Natürlich werden wir nie schaffen, dass nicht plötzlich mal eine Unterrichtsstunde ausfällt, weil eine Lehrerin, ein Lehrer krank geworden ist. Aber ich habe mich in der öffentlichen Debatte der letzten Tage auch immer darüber geärgert, wenn dann von Seiten der Opposition gesagt worden ist, das sei doch kein richtiger Unterricht, wenn eine Lehrerin, die ausfällt, durch einen anderen, sogenannten fachfremden Lehrer ersetzt wurde. Ich frage mich immer, was ist das eigentlich für eine Denke, die hinter einem solchen Angriff steht? Es ist doch besser, dass die Kinder dann, etwa weil Englisch ausfällt, eine weitere Stunde Chemie haben und etwas lernen, auch fürs Zeugnis, auch für das Weiterkommen, als dass diese Stunde ausfällt, weil gerade kein weiterer Englischlehrer zur Verfügung steht. Sie merken, ich glaube, man muss mehr praktisch an solche Fragen herangehen und dieses ideologische Angreifen, was man immer wieder von den Ewiggestrigen feststellt, das wird unseren Kindern nicht gerecht.